Professor Axel Freiherr von Campenhausen und er ist Präsident der Klosterkammer Hannover. Hallo und willkommen. Es ist wieder Explosivzeit bei RTL Plus. In dieser Woche für Sie der heiße Stuhl. Unmoralische Schweinerei oder gleichberechtigte Variante? Das sind die beiden extremen Pole im Streit um die männliche Homosexualität. Die Grünen haben diesen Konflikt neu angeheizt, denn sie fordern die Streichung des sogenannten schwulen Paragraphen 175 im Strafgesetzbuch. Die Begründung: Mit diesem Paragraphen werden homosexuelle Männer diskriminiert. Axel Freiherr von Campenhausen ist da anderer Meinung. Herr von Campenhausen, Sie sind Präsident der Klosterkammer Hannover und Professor für öffentliches Recht und Kirchenrecht. Sie meinen, dass diese gesetzlichen Bestimmungen absolut richtig, absolut notwendig sind und dass wir sie keinesfalls streichen dürfen. Diese Meinung werden Sie heute Abend vertreten müssen, auch gegen zwei grüne Politiker. Und das sind Volker Beck, der Schwulenreferent seiner Partei, Jutta Oesterle-Schwerin, die eine Mitglied des Bundestages für die Grünen, Dietrich Wölke, er wurde bereits aufgrund des 175 verurteilt, weil er ein Verhältnis mit einem Minderjährigen hatte. Georg Uecker, homosexueller Schauspieler, Sie kennen ihn sehr wahrscheinlich aus der Lindenstraße. Und Rolf Gindorf, der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung. Im Publikum wie immer je zur Hälfte Befürworter und Gegner der umstrittenen These, in diesem Fall also des schwulen Paragraphen 175. Nun, wie argumentieren die Befürworter, zu denen ja auch Herr von Campenhausen zählt? Das wollen wir Ihnen jetzt in einem kurzen Einspielfilm noch einmal zeigen. Kein Geheimnis, Norbert und Marcel sind schwul. Die beiden sind seit fast 10 Jahren zusammen. Dass sie sich lieben, tragen sie ohne Scham zur Schau. Nach dem Gesetz ist ihre Beziehung in Ordnung. Männer über 18 Jahren dürfen seit 1969 miteinander treiben, was sie wollen. Im Strafgesetzbuch gibt es zum Schutz der Jugend aber noch den Paragraphen 175. Danach kann ein Homosexueller bestraft werden, wenn er einen jungen Mann unter 18 liebt. Denn gerade die Teenies sind gefährdet. Gerät ein ganz normaler junger Mann an einen Schwulen, dann findet er dadurch vielleicht erst Geschmack an der gleichgeschlechtlichen Liebe. Das will der Paragraph 175 verhindern. Denn was Norbert und Marcel hier treiben, mag zwar nach dem Gesetz in Ordnung sein, aber es ist doch unnatürlich und geschmacklos. Verführt ein erwachsener Homosexueller einen Jungen unter 18 Jahren, muss er darum zu Recht fürchten, dass er für 5 Jahre hinter Gitter kommt. Nach dem Paragraphen 175 werden pro Jahr immerhin 130 Schwule verurteilt. Junge Mädchen müssen vom Gesetz dagegen nicht so streng geschützt werden. Schon im zarten Alter von 14 Jahren dürfen sie lieben, wen sie wollen. Nur wollen müssen sie selber. Und wenn ein weiblicher Teenager erst mal 16 ist, dann interessiert sein Liebesleben keinen deutschen Staatsanwalt mehr. Mädchen sind eben längst nicht so gefährdet wie die triebhafteren Jungen. Darum wäre ein spezielles Gesetz über die lesbische Liebe zum Beispiel völlig überflüssig. Norbert und Marcel dürfen in ihren eigenen 4 Wänden machen, was sie wollen. Aber die normalen, gesunden deutschen Jungen unter 18 Jahren müssen unter allen Umständen davor bewahrt werden, dieses Schicksal zu teilen. Der Schutzparagraph 175 muss bleiben. Ja, ein spezielles Strafgesetz also für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Herr von Campenhausen, wir leben doch in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft. Warum sollen da nicht die gleichen Rechte auch für Minderheiten gelten? Sind Schwule so gefährlich oder was ist das? Wir leben in der Tat in einem liberalen Staat. So liberal, wie wir ihn noch nicht gehabt haben. Und ich glaube, da kann man nicht dankbar genug dafür sein. Seitdem wir ein Urteil des Bundesgerichtshofs ist es klar, dass das Strafgesetzbuch nicht dazu da ist, uns moralische Manieren beizubringen oder abzugewöhnen. Die Schwulen werden ja nicht mehr bestraft, sofern sie erwachsen sind. Der Restbestand, der heute in 175 enthalten ist, hat zum Inhalt den Schutz des Jugendlichen. Nicht eine Diskriminierung des Schwulen, sondern ein Schutz der Jugendlichen. Damit sind wir keineswegs originell, das haben eigentlich alle Länder. Und das scheint mir auch normal. Also gefährden erwachsene Jugendliche, minderjährige Jugendliche, erwachsene Schwule, minderjährige Schwule. Würden Sie das sagen, ja oder nein? Die herkömmliche Argumentation ist, dass der Minderjährige nicht verführt werden darf, um keine entsprechende Prägung zu erfahren. Da wird uns sicher gleich jemand sagen, dass das heute die neue Erkenntnis, eine interessengeleitete Erkenntnis vielleicht, das anders sieht. Die Unverschämtheit. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass hier der jugendliche Mensch sich entfalten soll in seiner sexuellen, erotischen Sphäre und dass er nicht sozial ins Abseits kommen soll, dadurch, dass er vorzeitig hier
verführt wird. Herr Wölke, Sie haben ja unter diesem 175er schon zu leiden gehabt. Wie ist das denn? Fühlen Sie sich gefährlich oder behindern Sie da irgendwie jemanden in seiner Entwicklung? Also sehen Sie das? Ich glaube zunächst mal, ich begrüße dich, dass der Herr von Kampenhausen das Wort schwul überhaupt in den Mund nimmt. Was ich zuletzt gehört habe, ist, dass der Bundestag bzw. SPD, FDP und CDU, CSU wohl einige Schwierigkeiten damit hatten, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Ich glaube, ich sage es ganz einfach und platt, wenn Sie heute zu einem 15-, 16- oder 17-Jährigen gehen, Jungen, und sagen, willst du mit mir schlafen als Mann, dann sagt er Ihnen ja oder nein. Punkt. Wenn er schwul ist, sagt er ja, wenn er nicht schwul ist, sagt er nein. Schmerzfrage. Mehr kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen. Und es ist nicht so, und die Wissenschaft ist sich zum großen Teil da heute einig, es ist nicht so, die Sexualforschung, dass man einen Jugendlichen in irgendein Sexualverhalten hinprägen könnte. Tja, Herr Kindorf, was sagt denn die Wissenschaft? Schwule gefährlich oder nicht gefährlich? Der Herr Kampenhaus hat ja schon vorweggenommen, was ich sagen würde, hat gesagt... Das war klug, dich? Hat gesagt... Und hat gemeint, dass er mit diesem rhetorischen Trick meine Argumente entkräften könnte. Er hat gesagt, die moderne Sexualwissenschaft würde anders denken als er, womit er vollkommen recht hat. Und das kann daran liegen, dass sie vielleicht mehr weiß als er. Ich bin kein Pathologe. Ich gebe ja offen zu, ich bin kein Fachmann für Kirchenrecht, auch nicht für öffentliches Recht. Ich mache also keine Aussagen. Ich kann ihm aber sagen, dass er eine Meinung vertritt, die davon ausgeht, dass überhaupt die Heterosexualität des Menschen und des jungen Menschen ein schützenswertes Gut an sich ist. Damit drückt er eine Werthaltung aus. Das ist keine wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist einfach eine Werthaltung. Die kann er haben. Nur, er kann sie nicht abstützen mit Wissenschaft und mit Sexualwissenschaft. Als Sexualwissenschaftler muss ich sagen, dass wir seit einer Reihe von Jahren einhellig der Auffassung sind, dass die heterosexuelle und oder homosexuelle und oder bisexuelle Entfaltung eines Menschen jeweils eine gleichwertige, gleichrangige, analoge Ausdrucksmöglichkeiten der Sexualität des Menschen ist. Das muss Ihnen doch sehr widersprechen, Herr von Kampenhausen. Das glaube ich auch nicht. Darf ich zunächst aber noch mal was sagen zum Wort Schwule? Ich bin ja vorhin belehrt worden, dass man Warme nicht sagen darf. Und das ist auch schon deshalb in dieser Sitzung nicht passend, weil ich auf dem heißen Stuhl sitze und da ist es warm. Insofern würde das auch gar nicht richtig sein. Aber, um auf Sie zu kommen, nicht ich denke verschieden von Ihnen, sondern die neuere Sexualwissenschaft offenbar anders als die frühere. Das ist nicht keineswegs richtig. Kann ich zugeben, dass das eine Normalität sei. Es hat immer Homosexuelle gegeben und man hat früher waren sie verschämt, heute sind sie... Oder sie sagen im KZ. Leben sie in einer größeren Ungeniertheit. Und es wird Sie auch sicher interessieren, dass man ja sehen kann an Meinungsumfragen, dass in Deutschland das Publikum weithin einverstanden ist damit, dass sie straffrei sind, jeder machen kann, wie er will. Die Abneigung dagegen wächst allerdings mit dem forschen Auftreten. Und das ist in der Tat ja auch ein Standpunkt, den ich einnehme. Ich möchte das eigentlich nicht immer zu entgegengehalten bekommen. Verzeihung? Gute Schwule sind unsichtbare Schwule. Wollen Sie das damit sagen? Ich würde sagen, dass auch die Heterosexuellen nicht immerzu von ihren erotischen Sexualproblemen sprechen sollten. Man muss ja mal erwachsen werden. Und das gilt für Sie auch. Ich erzähle Ihnen mal eine... Bitte warten Sie doch aufs Mikrofon. Man hört Sie so nicht. Wo haben wir das? Gehen Sie doch mal, wenn Sie sagen, Heterosexuelle reden nicht von ihrer Sexualität, dann gehen Sie doch mal in jeden normalen Zeitungskiosk, kaufen sich einen Stern, einen Spiegel oder irgendwelche Einschläge in anderen Zeitungen. Sie werden Busen über Busen, Heterosexualität über Heterosexualität sehen. Und ich frage Sie, wenn denn die Verführung zu einer Art von Sexualität möglich wäre, wie kommt es denn, dass wir, die wir Tag und Nacht und unsere ganze Jugend mit Heterosexualität und ihren wunderbaren Früchten konfrontiert werden, dass wir uns von diesen monströsen, heimlich gelebten, unsichtbaren und unbefriedigenden und noch schädlichen Homosexualität verführen lassen? Es ist doch lächerlich, was Sie sagen. Wie sehen Sie das, Herr von Kampenhausen? Das Problem ist hier überhaupt nicht, ich darf mich wiederholen, das Problem der Verführung, sondern die Frage ist, ob das Recht den Jugendlichen in seiner sexuellen Entwicklung schützen soll. Und das ist meine Meinung, das soll es. Aber wenn Sie reden viel... Herr von Kampenhausen,
Nein, hat ja der Herr von Gindorf gesagt, dass es nichts damit zu tun hat, ob man nun in Kontakt kommt mit Schwulen, sondern dass es eine Veranlagung ist. Aber es ist unzweifelhaft so, dass wer mit Schwulen in Kontakt kommt, als Junge natürlich eine gewisse soziale Isolierung kommt, vor der man die Kinder bewahren muss. Ja, aber diese soziale Isolierung, die entsteht ja gerade... Weil es keine Normalität ist. Das entsteht ja auch durch diese Gesetze. Herr Beck, ich glaube, Sie wollten eben gerade was dazu sagen, zu der Auffassung der Sozialwissenschaftler. Was Sie meinen, was normal ist und unnormal ist, das sind so diese Stammtischmeinungen. Man findet es auch in der Bundesrepublik nicht normal, Ausländer zu sein oder Jude zu sein oder eben irgendeiner nicht durchschnittlichen... Das so. Wenn Sie das nicht durchschnittlichen, dann sollten Sie ich habe gesagt, es gibt die Leute und es gibt da merkwürdige Übereinstimmungen von den Leuten, die gegen Asylsuchende hetzen, die gegen Schwule hetzen und die gegen andere Minderheiten sind hetzen. Sind mir nicht begegnet in der Form. Darf ich vielleicht noch mal einwerfen? Ich spiele da eigentlich auf Ihre Partei an. Das ist eine Unterstellung. Ich weiß übrigens nicht, ob Sie meine Partei kennen. Lassen wir die Parteidiskussion jetzt mal beiseite. Es geht ja um den 175, um Schwulsein oder Nichtschwulsein und nicht um Parteiangehörigkeit. Frau Österreich-Brin, Sie wollten gleich dazu auch was sagen? Ja, Herr Kampenhauser, Sie argumentieren doch scheinheilig. Sie sagen, beklagenswert für die Schwulen oder das, worunter Sie zu leiden haben, ist die soziale Isolierung. Und selber wollen Sie, dass diese soziale Isolierung fortgesetzt wird, indem Sie sich wenden gegen die Abschaffung des Paragraphen 175. Es ist in der Tat die Isolierung und noch viel mehr die Diskriminierung zu beklagen. Dann tun Sie doch etwas gegen diese Diskriminierung. Die Abschaffung der Bestrafung der normalen Homosexualität ist eine große Tat der Liberalität und das sollte man würdigen. Es und deswegen brauchen wir aber nicht ununterbrochen damit angepredigt zu werden. Ich darf Ihnen vielleicht mal eine Szene erzählen, als wir uns vorhin bekannt machten. Fragte ich Herrn Wölke, was sind Sie, was tun Sie? Sagte er, ich bin Homosexueller. Dann fragte ich den nächsten Herrn, der sagte, ich bin homosexueller Schauspieler und einer ist Schwulenreferent. Ich meine, wir heterosexuell... Ja, diese Damen und Herren, die müssen doch darüber Bescheid wissen. Das ist doch die perfekte Kombination, Herr von Kampenhauser. Sie redet, antworten alle auf was anderes. Ich wollte nur mal sagen, die Heterosexuellen pflegen in ihrem beruflichen, sonstigen Leben nicht immer diese Frage in Vordergrund zu stellen. Das kommt. Fragen wir dazu mal Herrn Uecker, denn der weiß ja genau, er ist es und er spielt es, Herr Uecker. Das ist jetzt erstmal also eine Unterstellung, weil ich noch versucht habe, mich freundlich Ihnen vorzustellen. Daraufhin wurde ich gefragt, ob ich in dieser Sendung als homosexueller Schauspieler tituliert, bezeichnet, wie auch immer werden möchte, worauf ich geantwortet habe, was ein Gespräch zwischen uns beiden war und ich mich Ihnen mit meinem Beruf vorgestellt habe. Ich muss zugeben, diese Vorstellung, wenn sie so abgelaufen wäre, ist ziemlich grotesk. Was haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, ich bin der erste Schwulendarsteller Deutschlands. Als Sie mich gefragt haben, was für eine Rolle ich spiele. Auch das ist falsch. Sie haben mich gefragt, Sie hätten diese Sendung Lindenstraße noch nie gesehen. Was spielen Sie für eine Rolle? Daraufhin habe ich das geantwortet. Also das muss ich mal klarstellen. Dann muss ich nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Sie haben andere Länder zitiert im Zusammenhang mit Deutschland, was völlig falsch ist. Ich bin zweisprachig aufgewachsen in Deutschland und in Norwegen. In Norwegen ist es anders. Es war das erste Land, was 1948 die Homosexualität legalisiert hat. Das Schutzalter in Frankreich, in den Niederlanden, in allen skandinavischen Ländern, ist für Heterosexualität und Homosexualität gleichgestellt. In der DDR seit 1969. Das Schutzalter ist 18 Jahre wie bei uns. In Österreich 18 Jahre wie bei uns. In Frankreich wie bei uns. In Frau Österreich, lassen Sie uns nicht so sehr in diese Details in den anderen Ländern gehen. Lassen Sie, Frau Österreich, wir sind uns ein guter Gesellschaft. Frau Österreich-Schwerin und dann Herr Wölker. Ich möchte noch mal zu dieser Prägungsthese etwas sagen. Also eine Prägung gibt es nicht. Diese These von der Prägung, die ist 100-mal widerlegt worden. Wenn Sie selber noch auf dieser These beharren, dann beweisen Sie sie bitte. Aber die These ist an sich schon diskriminierend. Denn wieso ist es denn schädlicher, zur Homosexualität geprägt zu werden, als im frühen Alter zur Heterosexualität geprägt zu werden? Ich möchte Ihnen noch anhand von einem Beispiel sagen, wie grotesk dieser Paragraph ist. Also, ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Wenn Peter 19 mit Rainer 15 schläft, dann kommt er in den Knast. Wenn Petra 19 mit Rainer 15 schläft, dann ist das okay. Oder noch umgekehrt. Also, wenn Hermann 42 mit Waltraud 17 schläft, dann ist das auch wunderbar und okay, nicht? Das wird mit Recht nicht bestraft. Wenn Hermann 42 jetzt aber mit Walter 17 schläft, dann kommt er in den Knast. Und so einen Unsinn wollen Sie hier verteidigen. Ja. Gleich dazu, Herr von Kampenhausen.
Und erklären Sie doch nochmal den Unterschied, warum es besser ist, heterosexuell geprägt zu sein, ja, als homosexuell. Ja, das ist keine Erfindung von mir, sondern hängt mit dem Menschsein zusammen. Und ich glaube, wir sollten das Kinderkriegen, daran haben Sie sich bis jetzt, glaube ich, noch nicht beteiligt, wenn ich richtig unterrichtet bin. Und Sexualität hängt auch mit dem Kinderkriegen zusammen. Und das kann also keine normale Alternative sein, wenn das in eine solche Sackgasse führt. Lehnen Sie Verhütungsmittel ab? Nein. Was ist denn mit den Verhütungsmitteln? Wo ist das mit Kinderkriegen? Was ist mit den heterosexuellen Paaren, die keine Kinder kriegen? Ich bin für eine verantwortliche Elternschaft. Also ich finde, das heißt doch nicht, dass Sie keine Kinder kriegen. Also überspitzt gesagt, Sexualität, Kinder kriegen, sonst ist das nichts, außer es ist verantwortliche Elternschaft. Also da finde ich, dass ihr was sagen müsst. Herr Gindorf, ja. Etwas ja, Herr Gindorf. Ein paar Mal schon hat es mir gejuckt, etwas zu sagen, weil ich gerne Herrn von Kampenhausen helfen möchte. Oh. Denn ich sehe, er hat große Schwierigkeiten, überhaupt zu verstehen, was Sexualität ist. Ja. Geht mir aber gut. Ich würde mir wünschen, dass es Ihnen nach der Sendung vielleicht noch ein Stückchen besser gehen könnte. Was heißt Sexualität? Wenn man die meisten einfachen Leute fragt, dann glauben sie, Sexualität, das sei diese Automatik zum Kinderkriegen. Das aber ist ein völlig falsches Verständnis. Richtig. Sexualität ist viel mehr. Sexualität hat eine Sozial- und eine Lustfunktion, etwas platt gesagt. Wir haben Sexualität, um uns freuen zu können, um Beziehungen eingehen zu können, um Wärme und Zärtlichkeit erleben zu können miteinander. Ja. Das Kinderkriegen dabei ist eine, ja, ich will mal sagen, ein Abfallprodukt, ohne das Werten sagen zu wollen. Das, glaube ich, kann man jeder so nicht sagen. Uns, jeder von uns... Ich will Ihnen das an Zahlen... Also er hat gemeint, ein Nebenprodukt. Ich will Ihnen das an Zahlen mal vor Augen führen, wenn Sie nachdenken möchten mal. Jeder von uns Menschen nur hat... Nur wenige Zahlen, bitte, Herr Gindorf. Jeder von uns Menschen hat in seinem Leben, wenn er 60 Jahre oder 70 Jahre alt wird, ca. 15.000 Mal Orgasmus, Sexualität. Wie viele Kinder macht er daraus? Lassen Sie doch Herr von Kampenhausen kurz darauf antworten. Das ist eine Möglichkeit der Sexualität, aber nicht ihre Funktion. Der Mensch ist zum Mensch gemacht, wie es in der Bibel heißt, als Mann und Frau. Und die meisten Menschen in der gesitteten Welt gehen davon aus, dass man erwachsen... Die gesittete Welt ist ein Begriff. Es gibt auch ungesittete Welt. Wir hatten Polen zum Beispiel. Wir hatten zum Beispiel ohne Mikrofon hört man gesittete Verhältnisse zeitweilig. Wir sind froh, dass wir das nicht haben, heute einen liberalen Rechtsstaat haben. Wir gehen davon aus, dass der Mensch als Mann und Frau miteinander erwachsen, glücklich wird, Liebe austauscht und dabei Kinder bekommt. Und dass das auch seine Bestimmung ist, denn der Mensch hat ja eine Bestimmung in deinem Leben, ist ja nicht nur als Vergnügungsobjekt da in die Welt gesetzt. Herr Wölke, Ihre Bestimmung? Sie weichen immer ein bisschen aus dem Thema. Sie sagen andauernd, wir leben in einem liberalen Rechtsstaat und dieser liberale Rechtsstaat garantiert jedem Individuum eine ihm entsprechende Entwicklung. Ja. Was ist denn mit den 5% schwulen Jungs? Ich bin in der Provinz aufgewachsen, ich bin kein Großstadtschwuler. Ich habe diese Kämpfe mitgemacht. Wenn man schwul ist, in der Schule hört man, es ist pervers. Der Religionslehrer sagt schon, in der Bibel steht geschrieben, schwul darfst du nicht sein. Diese Ängste, die man aussteht, man muss kämpfen, um sich durchzusetzen. Was ist mit meinem Recht auf Selbstbestimmung, auf Entwicklung meiner Persönlichkeit? Das wird von allen Seiten, von so konservativen Seiten, von der Kirche, was er, der Herr hier hinten eben gesagt hatte, wird es unterdrückt. Diesen Menschen stehen Sie kein Recht auf Selbstbestimmung zu. Doch. Aber wie wollen Sie das denn organisieren? Wenn Sie erwachsen sind, aber die Kinder werden... Es von den Jugendlichen argumentieren mit einem Hintergrund, der aus dem Mittelalter stammt. Nein. Die letzte Entscheidung, die das im Grundgesetz steht, sofern es nicht gegen das Sittengesetz verstößt. Nein, im Grundgesetz das Bundesverfassungsgericht, lassen Sie mich bitte aussprechen, Herr von Kampenhausen. Lassen Sie mich aussprechen. Die fremden Onkels, die haben wir schon gehabt, die stehen alle drei Wochen mal in der Bild-Zeitung, wenn die Schwulen denn mal erwähnt werden, oder im Spiegel, als Krimineller, als Verbrecher. Ich glaube, Herr von Kampenhausen, da im Grundgesetz, Herr Kracht, steht, dass wir ein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit haben, sofern es nicht gegen alle möglichen Dinge und gegen das Sittengesetz verstößt. Und dieses Sittengesetz muss angepasst werden, einer Entwicklung. Dieses Sittengesetz ist nicht dasselbe wie 1933, als Schwule ins KZ geschickt worden. Dieses Sittengesetz ist nicht dasselbe wie 1957, als das Bundesverfassungsgericht die alte Rechtsprechung bestätigt hat. Die Sexualwissenschaft ist sich einig,
dass Jugendliche nicht mehr gefährdet sind. Okay. Das müssen Sie einfach zur Kenntnis nehmen. Herr Böke, es kann Herr Böke, das hat der Gindorf ja auch dargestellt eben. Und Herr von Kamp, wir auch gar nicht verschiedener Meinung. Warum von Kamphausen, die Frage ging ja auf einen ganz speziellen Punkt, die Herr Böke angesprochen hat. Minderjährige Jungs, die sich homosexuell fühlen, haben keinerlei Möglichkeit, sich zum Beispiel einen älteren Partner zu suchen und von ihm zu lernen, wie es die Kinder können. Denn Frau Oesterle-Schwerin, wie es die Mädchen können, Entschuldigung. Also, denn Frau Oesterle-Schwerin, es gibt ja dieses Gesetz für Frauen nicht. Da lachen sich doch die Lesben aber auch irgendwie ins Fäustchen, oder nicht? Ja. Ich möchte was anderes sagen. Ich habe halt gemeint, dass ich heute Abend hier eine Diskussion mit einem Juristen führe. Jetzt, was Sie aber machen, ist ganz billige Demagogie, wenn Sie hier von Kindern reden. Es dreht sich nicht um Kinder. Kinder ist man in der Bundesrepublik Deutschland, Kind ist man bis zum Alter von 14 Jahren. Wir möchten gerne den Paragraph 175 abschaffen für Menschen im Alter von 15 bis 18 Jahren. Um diese Menschen dreht es sich. Und ich möchte Sie bitte fragen, was empfehlen Sie denn eigentlich den Jugendlichen in diesem Alter? Sollen sie ihre Geschlechtsorgane bei der Kirche abgeben, bis sie dann die Genehmigung dazu bekommen? Also was empfehlen Sie? Und die Sache, ich habe auch so das Gefühl, dass Sexualität in Ihren Augen dann gut ist, wenn sie zur Zeugung eines Kindes führen kann. Hab ich schon einmal widersprochen. Halten Sie das eigentlich für eine Fehlkonstruktion der Schöpfung, dass Sexualität Spaß macht und dass auch Homosexualität Spaß macht? Ich bin dafür, dass die Sexualität Spaß macht und halte das für richtig und glaube nicht, dass die Sexualität nur den Zweck der Kinder, des Kinderkriegens dient. Gut. Aber eine Sexualität, dann die das grundsätzlich ausschließt, ist weder bei Heterosexuellen richtig und Homosexualität kann ich überhaupt nicht als eine richtige Spielart, nicht als eine Alternative zum Menschsein empfinden. Okay, Herr von Kappenhausen. Schwule sind keine Menschen, haben Sie gesagt. Herr von Kappenhausen, aber lassen Sie mich... Menschen, aber der Schwule... Nein, Sie haben gesagt, was Sie denken. Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass das keine Alternative ist, die neben dem Heterosexuellen gleich... Okay, Herr von Kappenhausen, lassen Sie uns noch mal auf den Punkt der Mädchen kommen. Ja, wie sehen Sie denn das? Sie haben ja gesagt, die Gesetze, wie sie jetzt sind, sind in Ordnung. Dann heißt Lesben, also weibliche Homosexualität ist okay, denn dafür gibt es ja kein Strafgesetz. Die wird zum Teil ja auch bestraft, wenn es nämlich sozusagen in den anderen Paragraphen sexueller Missbrauch von Missschutz befohlen ist. Das ist ja eine ganz andere Sache. Ja, das sind aber die das Mädchen. Gilt ja für die Homosexuellen ganz genau. Da wird es eben völlig gleich gebraucht. Da sind eben auch die Mädchen, die werden da ständig. Herr Beck. Also ich finde es wirklich schwer erträglich. Ich gestehe dem Herrn Kampenhausen wirklich zu, dass er über Sexualität denkt, was er will. Er kann auch seinen Kirchenschäfchen sagen, dass sie ihre Sexualität auf eine bestimmte Art und Weise organisieren sollen oder nicht. Das gestehe ich der Kirche zu. In der Kirche muss man das ja nicht Mitglied sein. Dass sie uns lassen Sie mich Richter mal ausreden. Sie reden hier lange genug. Es ist aber die Frage, ob Sie Ihre persönlichen, subjektiven Vorstellungen, die Sie nicht auf wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auf Ihre Vorstellungen von dem, was gesellschaftlich normal ist und gesellschaftlich anormal ist, gründen, ob Sie diese mit Gesetzen der gesamten Gesellschaft aufdrücken können. Und darüber diskutieren wir. Ich diskutiere mit Ihnen nicht Ihre persönlichen Auffassungen zur Sexualität. Deshalb habe ich überhaupt kein Interesse daran. So interessant finde ich Ihre Thesen da nun wirklich nicht. Sie reden hier ständig darüber, was Sexualität ist und dass Homosexualität eigentlich keine Form menschlicher, keine Variante menschlicher Sexualität ist. Und damit sprechen Sie natürlich Schwulen und Lesben gewisserweise einen Mangel zu, beziehungsweise eben das Menschsein ab, wie Sie das vorhin versehentlich expliziter artikuliert haben. Aber die Frage ist doch zum Beispiel, was bedeutet der Paragraph 175 für schwule Jugendliche reell? Weil es gibt schwule Jugendliche. Die sexuelle Organisation, ob jemand homosexuell oder heterosexuell ist, das ist vor der Pubertät abgeschlossen, der Prozess. Also ein schwuler Jugendlicher wächst hinein in eine Situation, wo seine Sexualität mit bestimmten Partnern kriminalisiert ist. Und nicht nur das, sondern auch die gesamte soziale Situation von schwulen Jugendlichen wird durch diesen Paragraphen bestimmt. Der Stadtjugendring in Heidelberg hatte unter Hinweis auf den Paragraph 175 einer schwulen Jugendgruppe
den Zugang zum Stadtjugendring verwehrt. Ständig werden schwulen Jugendgruppen Zugang zu Schulen oder Jugendhäusern verwehrt. Weil man keine Schwule Propaganda wollen. Nein, nicht, weil man. Das sind Selbsthilfegruppen, die mit der schwierigen sozialen Situation von schwulen Jugendlichen in dieser Gesellschaft fertig werden wollen. Lassen Sie uns kurz noch mal beim 175er bleiben, ehe wir zu den anderen Maßnahmen kommen, die es ja daneben noch gibt. Herr Wölkes, Herr Kampenhausen hat die Frage, die ich, Herr Beck, die Frau Oesterle-Schwerin und die hier gestellt worden ist, immer noch nicht beantwortet. Dürfen diese schwulen Jugendlichen ihre Sexualität entwickeln oder dürfen sie nicht? Ja oder nein? Mehr will ich nicht hören. Zunächst mal darf ich sagen, dass ja oder nein? Das gibt Dinge, die kann man nicht mit ja oder nein beantworten. Der Mensch soll sehen, dass er seine Entwicklung richtig nimmt. Ich möchte endlich die Antwort haben. Er macht hier eine Moralapostelei. Keiner weiß, was er eigentlich sagt. Das darf ich doch welches mal zurückweisen. Welches Recht besteht dem Schwulen denn zu? Standpunkt und dem Boden des Rechts und habe gesagt, dass es nicht um die Diskriminierung der Homosexuellen geht, sondern um Jugendschutz. Das ist eine Position, gegen die ich überhaupt nichts mache. Was ist denn mit den Schwulen? Darauf führt es doch hinaus, wenn sie einen 15- bis 18-jährigen Schwulen hat, der definitiv über seine Sexualität von ihr Bescheid weiß, der sie ausleben möchte, der es weiß. Wie verhält der sich? Sie reden immer von Recht. Es geht nicht um Recht. Sie reden auch von Homosexualität zwischendurch immer als Ware. Sie reden von, als ob man sie verkaufen könnte, von diesen komischen Prägungsgedanken. Sie reden von Propaganda. So, jetzt werdet mal alle schwul. Ich meine, das ist keine Ware, das ist eine Veranlagung, ein Gefühl, wie auch immer Sie es nennen wollen. Ob es eine Veranlagung oder eine Anerziehung ist, das ist ja ein Streitpunkt, über den wir uns nicht einigen. Darüber können wir uns jetzt auch nicht einig werden. Aber jetzt gesetzt den Fall. Nehmen Sie das Beispiel, Herr Hülker, lassen Sie uns. Man ist 15 und man weiß, man ist schwul. Und man weiß auch, mit wem man ins Bett gehen möchte. Darf man oder hält man sich 3 Jahre dezent zurück, obwohl man genau über sich selber Bescheid weiß? Da möchte ich jetzt mal eine Antwort drauf hören. Können Sie die Antwort kurz machen? Die Erziehung ist Aufgabe der Eltern und die müssen hier versuchen, mit dem Jugendlichen zu ringen, damit er auf die Mit dem Ziel, den Jungen zu einem heterosexuellen Leben zu verschaffen. Ich möchte, meine Damen und Herren, dürfen wir das den Herrn da hinten überhaupt nicht mehr auf dem Sitz. Können wir Ihnen das Wort mal ganz kurz da hinten abgeben, bitte? Ja, solange ich zurückdenken kann, hatte ich immer schwule Gefühle, immer Gefühle für Männer, auch als Jugendlicher. Und ich habe mir selber nicht eingestehen können, weil die gesellschaftlichen Bedingungen derartig ungünstig waren. Als ich mit 16 endlich mit jemandem was hatte, der damals 24 war, konnte ich mit niemandem drüber reden, musste das verstecken, weil ich denjenigen damit ins Gefängnis gebracht hatte. Ich habe mich durch den Paragraphen nicht geschützt gefühlt, sondern furchtbar diskriminiert und unterdrückt gefühlt. Ja, wir sind immer noch bei der Entwicklung der Jugendlichen. Herr von Kampenhausen, sprechen Sie homosexuellen Jugendlichen die Möglichkeit zur Entwicklung ihrer Tendenzen ab oder gestatten Sie ihnen die? Das ist doch keine Antwort. Gestatten kann ich es deshalb nicht, weil ich es nicht richtig finde. Die Frage ist, ob sie deswegen bestraft werden. Und da sagt unser Strafgesetzbuch ja, dass von der Bestrafung abgesehen werden kann, wenn der Täter zur Zeit noch nicht 21 war oder bei Berücksichtigung des Verhaltens desjenigen gegen die Tat nicht richtig mit Unrecht der Tat gering ist. Es geht ja auch nicht um den Täter, sondern um das Opfer in diesem Sinne, nämlich um den Jugendlichen, unter 18, der sich entwickelt. 175 nicht bei jedem Jugendlichen sofort als großer Knüppel aus dem Sack geholt wird, sondern dass er eben schützen soll, den Jugendlichen vor dem Zugriff der Älteren. Dazu muss man wahrscheinlich sagen, dass der 175 auf jeden Fall auch ein Offizialdelikt ist. Aber bitte, Herr Beck und dann Herr Wölke. Kann ich noch mal das wiederholen, weil er hat endlich mal eine Antwort gegeben. Der Herr von Kampenhausen hat eben gesagt auf die Frage von Herrn Uecker, was wollen Sie mit den Jugendlichen machen? Ja, sie zur Heterosexualität erziehen. Sie gehen damit von einer These aus, die selbst konservative Wissenschaftler schon längst ACTA gelegt haben. Kein ernsthafter Wissenschaftler von heute behauptet noch im Jahr 1989, dass im Alter von 14, 15, 16 oder 17 Jahren ein Jugendlicher zur Homosexualität hingezerrt werden kann. Das geht einfach nicht. Ich würde sagen, bringen Sie sich erstmal auf den neuesten Stand der Erkenntnisse und dann können Sie weiter argumentieren. Der Herr hat Ihnen eben erzählt, seine persönliche Erfahrung mit seinem Freund. Dann hätten Sie ihn zur Heterosexualität zwingen wollen. Wie wollen Sie das denn anstellen, wenn er schwul ist? Zwingen will man überhaupt nicht. Na, was heißt denn erziehen? Herr Gindorf, was sagt die Wissenschaft? Geht sowas nicht? Ich möchte jetzt eigentlich mal etwas erzählen aus meiner praktischen Arbeit. Ich bin ja nicht nur Wissenschaftler, ich bin auch Sexualberater. Ich habe in den letzten 12 Jahren mit ein paar tausend homosexuellen Jugendlichen gesprochen. Ich habe ihre Nöte, ihr Leid, ihre Verzweiflung gesehen.
die darin besteht, dass sie keinen Ansprechpartner haben, dass sie mit Eltern konfrontiert sind, mit Lehrern, mit Erziehern, mit Pasteuren, die sie erziehen wollen zu etwas, was sie weder sind noch sein können. Glauben Sie, dass wenn Sie selbst erfahren hätten, was da an Elend und für ein Leid hintersteckt, dass Sie dann so reden würden wie heute, so blutleer, so unwissend? Ich glaube, Sie würden Ihre Ethik, der Sie sich ja verpflichtet fühlen, radikal ändern müssen. Sind Herr, Sie so offen? Darf ich dazu was sagen? Ja, natürlich. Natürlich. Lassen Sie ihn kurz darauf antworten. Klar, ich gerne das Wort, ja. Ob diese Strafbestimmung, die eine Jugendschutzbestimmung ist, aufgehoben werden soll oder nicht. Und ich habe mit der großen Mehrheit gesagt, ich glaube, sie sollte hier wie in Nachbarländern bestehen bleiben. Jetzt kommen Sie auf eine andere Frage. Nämlich, wie wollen wir menschlich denen begegnen, die nun diese Veranlagung haben und in einer schwierigen Situation sind? Und da meine ich nun in der Tat, dass man mit ihnen sprechen muss, dass sie auch leben müssen. Dass sie auch nicht. Das ist ein Fortschritt gegenüber den Gasböden. Das klingt ja alles sehr schön. Das klingt, aber ja, verzeihen Sie, bis vor kurzem wurde es doch bestraft. Das ist ein großer Fortschritt. So, bitte. Herr Beck, und dann. Sie müssen sich doch nicht entschuldigen. Nicht alle zusammen. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Die Bundesrepublik ist ja Teil der Staaten, die zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet haben. Danach ist es gar nicht mehr möglich, Homosexualität zu verbieten. Das ist nämlich Menschenrechtswidrig. Widrig. Sie ja. sollten sich vielleicht mal auf den Akt. Ja, Sie führen das ja ständig wieder in die Debatte ein, dass wir uns bedanken müssen, dass Sie uns leben lassen wollen und auch als Erwachsene dann frei herumspringen lassen wollen. Aber Sie haben vorhin als Jurist diese Strafabsehensklausel für juristische Laien in so einer schönen Art dargestellt, als ob das ja alles zu regeln wäre. Es sieht ja so aus: Strafabsehensklauseln kommen ja erst dann zur Wirkung, wenn das Gerichtsverfahren angelaufen ist. Nicht? Da werden Sie mir ja wahrscheinlich als Jurist zustimmt. Das bedeutet, dass ein schwuler Jugendlicher aufgrund seiner sexuellen Kontakte ein Gerichtsverfahren über sich ergehen lassen muss. Sie haben vorhin Krokodilstränen darüber vergossen, dass schwule Jugendliche bedroht werden, wenn sie ihre Sexualität vor 18 leben würden, durch die soziale Außenseiterrolle, die sie dadurch einnehmen würden. Glauben Sie nicht, dass diese soziale Außenseiterrolle ganz erheblich durch ein Gerichtsverfahren verstärkt wird? Oder ist es dann auf einmal nicht mehr so wichtig, wenn dann das Strafgesetz... Okay, Herr Beck, lassen Sie ihn antworten. Herr von Kappenhausen. Wir sind der Meinung, damit meine ich der Gesetzgeber, die gesamte strafrechtliche... Sie sind meines Wissens nicht Teil des Gesetzgebers. Das waren Sie mal. Das war ich nie. Ich bin nur Wähler. Aber gut, die herrschende Rechtslage, das deutsche Strafrecht geht davon aus... Zu sagen, ich bin nur Wähler. Wie bitte? Sie sind doch Meinungsmacher, nicht nur Wähler. Ja, ich versuche hier eine Meinung zu machen im Verhältnis mit Ihnen über diese Homosexualität, von der ich nicht glaube, dass man sie propagieren sollte, sondern dass man sie ertragen sollte, dass man sie mit... Ich möchte Sie mal hier fragen, Herr Kampmauser, was haben Sie eigentlich gegen die... Speziell jetzt männliche Homosexualität. Ich meine, wir solidarisieren uns hier als Lesben, weil wir sind zwar nicht direkt betroffen von den Paragraphen, aber durch die anti-homosexuelle Tendenz, die in dem Paragraph enthalten ist, sind wir selbstverständlich mit betroffen. Und deswegen sind wir hier auch von Ihnen mit angegriffen. Ich frage Sie jetzt, was haben Sie eigentlich gegen Homosexualität? Wieso ist Homosexualität in Ihren Augen in irgendeiner Weise minderwertiger als andere Sexualität? Haben Sie sich das mal überlegt? Ja, ich habe es versucht zu überlegen. Ich bin da ja auch nicht unfehlbar, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass der Mensch als Mann und Frau berufen ist, Sexualität zu erleben und das Glück dabei zu erfahren. Von wem berufen? Von seinem Schöpfer. Aha. Und ich bin der Meinung, okay, reden wir vom Schöpfer, ich lasse mich da gerne drauf ein, dass der Mensch geschaffen ist mit jeglicher Möglichkeit zur Sexualität, nicht nur mit einer Möglichkeit. Der Schöpfer, wenn Sie von ihm reden, der hat Männer geschaffen, die Männer schön, die schön finden, und der hat Frauen geschaffen, die Frauen schön finden. Ja, ja, also. Da gibt es Lassen Sie uns hier kurz noch mal diesen Disput über den Schöpfer unterbrechen. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gerne noch mal den da oben, von der Seite auch. Da oben bitte und dann gleich anschließend dort drüben. Bitte. Ich möchte jetzt etwas auf den Punkt bringen, was schon immer wieder und ganz oft gesagt worden ist, ja? Was Ihnen aber offensichtlich wirklich nicht in den Kopf gehen will. Und ich möchte es jetzt auf den Punkt bringen, damit Sie das verstehen. Also, Sie möchten die Menschheit schützen, ja? Vor
Übel. Vor sich selbst. Darf ich zu Ende reden? Vor Schlechtem, gut. Sie möchten die Menschheit schützen vor Homosexualität. Homosexualität ist also etwas Schlechtes, was den Menschen schadet. Und ich sage jetzt als Homosexueller, und dem werden 100% Homosexuelle zustimmen, und da kann man die Wissenschaft und die Forschung ganz rauslassen. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was mir als homosexuellem Menschen schadet, abgesehen von den Gesetzen und von der Gesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay, jetzt nehmen wir gleich bitte von der anderen Seite die Dame aus dem anderen Lager, wenn ich so sagen darf. Lassen Sie auch das andere Lager jetzt, Lager in Anführungsstrichen, zu Wort kommen, bitte. Ja, ich habe auch mal eine Frage, also zum Beispiel an Sie, Frau Oesterle-Schwerin. Diese ganze Diskussion oder auch an euch, die ist doch sehr einseitig. Ihr geht immer davon aus, dass ihr das als Schwule beansprucht, das Recht. Es gibt aber auch sehr viele Jugendliche oder die meisten, die Mehrheit möchte ich mal sagen, die, also heterosexuell sind, ja, ist gut. Aber es geht doch darum, es geht doch bei diesen Paragraphen vor allem darum, dass die Jugendlichen geschützt werden. Nämlich wenn zum das möchte ich gerade mal ausführen, dass es darum geht, wenn ein Älterer irgendeinen Jugendlichen verführt, zum Beispiel. Ja, und ich behaupte jetzt mal, dass also Jugendliche in dem Alter auch noch nicht unbedingt seelisch gefestigt sind und noch nicht seelisch wohl entwickelt sind. Warum ist das bei Heterosexualität und es gibt einfach, es ist einfach so, die Diskussion ist hier so, dass die Jugendlichen damit als Lustobjekte freigegeben werden und dass sie keine Rechte mehr haben, sich dagegen zu wehren, gegen Ältere oder gegen solche. Machen wir hier bitte noch einen kleinen Einschnitt. Es ist eben noch mal angesprochen worden von der Dame dort hinten. Das ist eben gerade angesprochen worden, dass wir eben der Unterschied ist hier unser Thema, der 175, der betrifft ganz allein nur homosexuelle Männer und nicht die homosexuellen Frauen. Für die homosexuellen Frauen, die sind aus dem Schneider. Das ist richtig, es betrifft nur homosexuelle Männer mit Minderjährigen. Ja, das ist das Entscheidende. Die homosexuellen Männer können machen, was sie wollen. Okay, Herr von Kampenhausen, solange es dieses Gesetz, diesen 175er gibt, wird es auch Kontrolle geben. Sind Sie denn der Meinung, dass Minderheiten durch Polizeigewalt irgendwo unterdrückt werden müssen, kontrolliert werden müssen? Mir ist nicht bekannt, gibt es da eine Kontrolle? Herr von Kampenhausen, ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt hier Scheinheiligkeit unterstelle, gehe ich da nicht zu weit. Denn von Rosalisten haben Sie ja sicherlich auch schon gehört, darf ich mal denken. Haben vielleicht auch noch andere Bedeutung. Ja. Bitte, Herr Wölke. Ich bin vorhin direkt Herr von Kampenhausen, ja. Wir haben jetzt wiederholt. Dann lassen Sie doch erstmal die Damen und Herren hier vorne reden. Ja, ganz kurz. Sie haben jetzt wiederholt festgestellt, dass Sie einfach nicht informiert sind. Ja. Sie sagen hier mit einer, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Jugendfräulichkeit, dass Ihnen Diskriminierung von Homosexuellen nicht bekannt sind. Da brauchen Sie nur die Zeitungen lesen, die Sie anzeigen, die Ihnen etwas mehr liegen. Es gibt diese Razzien. An den Kneipen, es gibt rosa Listen. In Köln, hier sind wir in Köln. Was ist passiert vor einigen Monaten? Leute, die aufgefallen sind, weil sie an bestimmten Orten rumgelaufen sind, wurden aufgeschrieben, wahrscheinlich homosexuell, in eine Polizeikartei gespeichert. Und dann wurde irgendjemand umgebracht. Und plötzlich hat diese Polizei, die genau die Leute, wo sie die Vermutung aufgeschrieben hat, die sind schwul, genau diese Leute eingeladen. Ohne eine weitere Begründung. Dann noch was zur Richtigstellung. Sie beziehen sich immer auf die Nachbarländer. Fahren Sie mal nach Holland, fahren Sie nach Luxemburg, fahren Sie nach Dänemark. Selbst die DDR, die ja wirklich nicht immer von Ihrer Seite als rechtsstaatlich gepriesen wird. Die DDR hat am 28.12.1988 den entsprechenden schwulen diskriminierenden Paragraph abgeschafft. So. Und ich denke, wir sollten da folgen. Ich war vorhin direkt angesprochen und möchte Herrn Kampenhauser vielleicht jetzt noch was auf den Weg geben. Das soll ja nicht ganz umsonst sein, dass wir hier diskutiert haben. Ich sage Ihnen, Homosexualität und Heterosexualität sind gleichwertige Formen sexueller Orientierung. Man kann das noch schöner ausdrücken. Es hat jemand gesagt, Homosexualität und Heterosexualität sind verschiedene Dialekte der gleichen Körpersprache Sexualität. Und ich sage Ihnen, Leute, die andere wegen ihrer Sexualität diskriminieren, die können es mit ihrer eigenen Lust nicht besonders gut meinen. Das bedeutet... Okay. Herr von Kampenhausen, möchten Sie darauf noch was sagen? Möchten Sie darauf was sagen?
Nein. Sie möchten darauf nichts sagen? Ja, unbedingt. Okay, jetzt stellen wir uns da eine kleine Frage. Wir müssen gleich Schluss machen. Eine kleine Frage habe ich noch an die beiden Vertreter der Grünen. Stellen Sie sich doch mal vor, der 175 wäre nun gestrichen. Wie soll es denn dann weitergehen? In Ihrer Partei wird ja auch schon über Kindersex und sowas diskutiert. Schmeißen wir alle Moralvorstellungen über Bord oder machen wir noch was anderes? Das geht nicht darum, um die Frage von Moralvorstellungen. Es geht darum, ob es irgendwo ein schützenswertes Gut gibt. Und das ist bei Kindern eine grundsätzlich andere Frage als bei Jugendlichen. Absolut. Das muss man einfach feststellen. Das ist ein anderes Thema, ist bestreitet. Und wie es weitergeht bei uns, kann ich Ihnen auch sagen, wir haben damit auch schon angefangen. Weiter geht es dann, wie in den anderen Ländern auch, wo die besondere Strafbarkeit der Homosexualität abgeschafft wird, mit Gleichstellungsgesetzen für Schwulen und Lesben. Weil wenn der Paragraph 175 abgeschafft ist, ist die Diskriminierung von Schwulen und Lesben damit natürlich noch nicht vom Tisch. Ja. Da muss man auch noch weitergehen. Okay, ich glaube, ob wir ihn nun abschaffen oder nicht, diesen 175, eins ist ja wohl ganz klar geworden, das Problem, Homosexualität wird auch dann bleiben. Ich glaube, eines, das sollten wir uns alle ein bisschen zu Herzen nehmen. Wichtig ist auf jeden Fall Toleranz gegenüber Andersdenkenden, Toleranz, damit überhaupt noch ein Gespräch möglich ist und man irgendwie weiterkommt. In diesem Sinne, ich verabschiede mich von Ihnen. Bis nächste Woche. Tschüss.